Performance braucht Regeneration. Besondere und anspruchsvolle berufliche Herausforderungen bestimmen den vielfältigen Arbeitsalltag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Reha-Teams Betzelbacher. In der Anpassung an sich verdichtende und immer komplexer werdende Prozesse verlernen wir zunehmend, auf unsere Pausensignale zu achten. Wir beschleunigen da, wo wir eigentlich zur Ruhe kommen sollten. Die Überzeugung, dass die Menschen im Unternehmen die wertvollste Ressource sind und die damit verbundene Verantwortung, ist die Grundlage dieses Projekts. Ein systematisches, didaktisches Umsetzungskonzept führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Zeitraum von 8 Wochen in die Kernthemen ein. Regeneration wird zu einem essentiellen Bestandteil im beruflichen Alltag und somit zur Schlüsselkompetenz. Ich sehe mich als Unternehmer mit vielen Angestellten mittlerweile in der Verantwortung, weil mir nicht bloß die Leistung am Herzen liegt, sondern die Gesundheit des Einzelnen. Im Sanitätshaus, wir kommen aus dem Gesundheitswesen und haben viel mit Kranken und Behinderten zu tun und sehen es immer wieder, Schlaganfall, Herzinfarkt und Leistung ja, aber bis zu einem gewissen Grad. Wir haben festgestellt, dass das Thema Regeneration und Stress auch bei uns ein großes Thema ist, wollten aber etwas anderes anbieten als einen Zuschuss zum Fitnessstudio oder zu einem Fitnesskurs über die Krankenkassen. Also muss ich sagen, finde ich richtig, richtig gut. Ich war sehr überrascht, dass so eine verhältnismäßig kleine Firma sowas anbietet. Ich war von Anfang an begeistert und war sehr positiv überrascht, wie wir das mitgemacht haben. Die Mitarbeiter waren am Anfang skeptisch, aber nach dem Einführungsvortrag waren sie, muss man wirklich sagen, mit Begeisterung dabei. Und das Projekt wurde sehr gut angenommen und es war auch immer Gesprächsthema in der Firma in diesen 6 Wochen. Also ich finde es super. Also ich war da extrem skeptisch mit diesem Silent Room und diesem 3-mal Atmen am Tag. Aber jeder, es war echt schon schwierig, dass mal Platz war zum Atmen, weil das war so getaktet und jeder hat seine feste Zeit gehabt, wann er zum Atmen geht. Das war super. Also total spannend zu beobachten, wie sich das selber so entwickelt hat. In gewissen stressigen Situationen erstmal wirklich durchatmen und oder sich einfach mal zurückziehen. Dass die Mitarbeiter ein bisschen mehr in sich reinhören, teilweise jetzt auch schon gelernt haben, mit Stress anders oder besser umzugehen. Und wir haben gelernt, dass die Mitarbeiter Interesse haben, da weiter daran zu arbeiten. Ja, dass man sich das bewusst macht, wieder in diese 6 Wochen, was war da, was hat mir gut getan. Dass man sich halt dann vielleicht, dass man sensibilisiert ist und sagt, so, jetzt bin ich wieder da angekommen, stopp. Jetzt muss ich wieder auf mich selber schauen, Auszeiten gönnen. Ja, schon ein gewisses Bewusstsein, dass man mit Atmung viel steuern kann. Aber man muss auch viel daran arbeiten, dass man wirklich sich hinsetzt und das halt auch durchzieht. Ich hoffe, dass das Projekt an sich weitergeht, halt dann mit anderen Themen. Also, und dass das somit nie in Vergessenheit gerät und somit immer präsent ist. Die individuellen Stellschrauben im Stressmanagement für sich selber zu entdecken. War tatsächlich sehr spannend, weil irgendwann nach den ersten 1-2 Wochen mal ein paar Zahlen fielen. Und man sich dann das erste Mal so Gedanken drüber gemacht hat, beziehungsweise bei mir ist dann tatsächlich so, oh, ich scheine gar nicht so schlecht zu sein und es dann schon spannend ist, sich da selber so ein bisschen dann einordnen zu können.